Hallo Leute, herzlich willkommen zum damit wirklich letzten Part von Pokémon Team Rocket Edition, denn mir wurden noch ein paar Sachen tatsächlich in die... da kommen wir jetzt kostenlos durch, wild. In die Kommentare geschrieben, die ich doch noch machen könnte. Ich hoffe sehr, dass wir die jetzt noch alle machen können, auch wenn ich quasi die Story durchgespielt habe. Ich vermute eigentlich tendenziell ja, weil sonst... Sage ich, wäre die Option, mich hier nochmal rauszulassen, tendenziell ein bisschen unnötig. Aber ich hoffe es jetzt einfach mal. Und zwar haben wir hier in der Safari-Zone oben rechts irgendwie einen Typen, den wir irgendwie ansprechen können, der uns irgendwas abnimmt oder so. Das würde ich ganz gerne mir einmal angucken. Und allgemein würde ich jetzt einfach alles so ein bisschen angucken, was mir so noch geschrieben wurde, wo ich so ungeduldig war, beziehungsweise halt im Voraus schon dann fertig war im Endeffekt. Und das würde ich jetzt alles ein bisschen nachholen und einfach mal gucken, was genau da die Probleme gewesen wären. Und hoffe halt, wie gesagt, dass die einfach da sind. Oh! Ja, hier ist anscheinend jemand, der etwas Goldenes haben will. Und der will... Ah, der will die Goldzähne haben. Ich dachte mir schon... Ah, woher wir denn das... also wie die Goldzähne hier allgemein landen. Und der Typ... Den kann man einfach nur die Goldzähne verkaufen. Okay. Aber das finde ich ganz cool. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die werden... Die verliert man ja im Endeffekt hier. Beziehungsweise... Die findet man zumindest auf jeden Fall hier. Und ich weiß nicht, ob die dann... Ob er besiegt wird und die dadurch dann da unten liegen bleiben. Aber okay. Das heißt, die Goldzähne werden wir auch quasi so los, nenne ich es jetzt mal. Weil ich habe mich schon gefragt... Wie man überhaupt bei denen, nenne ich es jetzt mal, oder die los wird, weil irgendwie im Normalfall liegen die da ja einfach nur rum. Aber das heißt, man verkauft die und ich sag für 5000 Pokédollar kann man das schon mal machen. Boah, das Rad ist so langsam. Ich habe das Gefühl mit meinen, wobei, mit dem bin ich auch nicht sehr viel schneller. Aber hey, so das zweite Ding ist nämlich, wir sollen zum Radweg gehen. Und beim Radweg will der Boss dort oben anscheinend irgendwas von uns. Okay, irgendwie ist auf dem Fahrradweg nicht wirklich was passiert, aber hier gibt es Robbing the Viridian City Pokémon Markt. Ja, rein da. Hier können wir mit dem auf jeden Fall was machen. Mit dem können wir einfach den Supermarkt einfach ausrauben. Okay, warum nicht? Jeder soll auf dem Boden, das ist ein Banküberfall. Mit Radikal und Smogon. Okay. Das finde ich wild. Ich frage mich, kämpfen wir jetzt gegen noch irgendjemanden? Und wir sollen auf jeden Fall die guten Sachen aus dem Geschäft hier rausholen. Das können wir natürlich machen. Also, warte mal. Heißt das hier? Tons of Pokémon Stuff. Okay. Dann müssen wir den vielleicht ausrauben. Okay, sein Manager hat ihn anscheinend dafür... Da wird trainiert und einfach, man darf keine Angst haben und die bestimmten Pokebälle nehmen. Und er hat Angst und will gegen uns kämpfen. Na gut, ich glaube nicht, dass das jetzt in irgendeiner Form... Wobei, der hat einen Reitschuh. Ja gut, Level 27, ne? Hey, er hat es nicht geschafft, uns auszurauben. Surprise! Stehen jetzt einfach mal noch das Reitschuh, weil wir können uns ja noch recht viel... Wir können prinzipiell, wenn wir Geld bräuchten, noch recht viel verkaufen, nenne ich es jetzt mal. Oh, und jetzt greift auch noch das Radikal ihn an. Ich wollte gerade sagen, hä, das ist doch... Also ein Bankraub eigentlich nie klug, irgendjemand krass zu verletzen. Aber dafür kriegen wir jetzt die Premium-Items, die nur für die besten Trainer ansonsten eigentlich gedacht sind. Das ist auch dieses Paket, wo im Normalfall die Karte drin ist. Könnte sogar sein, dass wir... Wait... Kriegen wir jetzt die Karte? Und wir kriegen alle Karten, die wir... Oder Items, die wir stehlen wollen. What the fuck? Okay, Donner, Wasser, Feuerstein hätten wir bekommen. 20 Ultrabälle und 10.000 Cash. Ich würde jetzt einfach mal die 10.000 Cash nehmen, weil... Ich weiß nicht, was ich mit dem anderen gerade... Ach so, wir können wirklich alles nehmen? Kann ich dann jetzt durchgehen, mir irgendwas klauen? Ah nee, zwei Sachen dürfen wir einfach nur nehmen. Ja, dann nehmen wir einfach mal einfach Geld. Und der Typ kriegt jetzt wahrscheinlich auch nochmal was. Ich sag, war ein erfolgreicher Bank- oder Raubüberfall. Ja, dann können wir wieder gehen, Freunde. Tschüssikowski. Ich mag, wie ich hier einfach noch hier chille, ne? Polizei können inzwischen noch kommen, aber ich chille hier einfach noch. Auch nicht schlecht. Okay, das hat schon mal geklappt. Ah, und er fragt sich, wie sein Kopfgeld steigen wird dadurch, durch diese Aktion.
Bin ich auch gespannt. Ich würde sagen, ja, until we cross paths again, wenn wir uns wieder treffen. Ja gut, dann hat das schon mal recht erfolgreich geklappt, würde ich sagen. Ich weiß nicht, passiert hier bei dem noch irgendwas? Anscheinend nicht. Vielleicht kommt da noch was. Aber das hat schon mal funktioniert, weil das auf der Fahrradroute hat gerade eben nicht funktioniert. Ich weiß aber nicht, warum. Dann sollte ich auf jeden Fall noch dem Untergrund einen Besuch abstatten. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwas Spannendes gibt. Aber ich spreche jetzt auf jeden Fall die Leute mal an. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt zwei Untergrundwege. Also, was ist da eigentlich? Wait a minute. Krapscht der die gerade? Also ist das auch, was da unten passiert? Okay. Ist das jetzt so bestimmtes Viertel, nenne ich jetzt mal? Oder was ist denn hier los? Got a light hands. Ja, das, also. Warte mal. Das ist die, die da davor steht. Okay, aber da passiert zumindest jetzt gerade noch nichts. Vielleicht muss ich da noch irgendwas machen, dass da was passiert. Hier gibt es nämlich noch einen zweiten Weg. Und maybe können wir hier irgendwas machen. Oh, und hier geht sogar wirklich was ab. Help me out with something. Okay, das heißt, damit kriegen wir irgendwas. Und anscheinend ist irgendein Mädel von ihm... na gut, irgendein Mädel von ihm abgehauen. Und anscheinend wurde der, die oder ist sie mit so einem jungen Typen mitgegangen, der in dem Untergrundpaar von Route 5 ist. Ah, wahrscheinlich ist das der lilahaarige, bei dem wir gerade waren. Das würde Sinn ergeben. Und wir sollen die quasi zurückholen. I guess, wir kriegen dann vielleicht Geld oder so dafür. Ich weiß es nicht. Machen wir einfach mal. So, ich vermute sehr stark, dass du der Problemtyp bist. Aha, ja. Und wir sind definitiv, wir bleiben standhaft und wir wollen, dass das Mädel zurückkommt. Okay, er bietet mir an, dass er mir 5000 Poké-Dollar gibt. Und dann tun wir so, als wäre gar nichts passiert. Aber ich glaube, wir sagen jetzt einfach mal nein. I mean, wir hätten ja sagen können und hätten dann vielleicht das Geld bekommen. Aber wir haben ihn offensichtlich sauer gemacht und müssen jetzt gegen ihn kämpfen. Und ich vermute, wenn wir ihn dann besiegen, sogar ein Ass-Trainer-Bild. Oder, ja, okay, cool Trainer. Mit Sandslash. Ja, gut. Dann hätten wir vermutlich vielleicht Geld kriegen können und das andere noch dazu. Also von dem her wäre, I guess, beides möglich gewesen. Ich bin mir sehr sicher, dass ich weiß, was ich hier tue, weil wir sollen das Mädel zurückbringen. Ich weiß nicht, ob das uns irgendwie groß was bringt. Aber wäre okay für mich. Hauptsache, wir haben die mehr oder minder gerettet. Ich weiß immer noch nicht, ob sie wirklich freiwillig da ist oder nicht. Und wir sollen ihr jetzt irgendwie helfen, dass sie nicht zu dem alten Typen aber auch zurückgehen muss. Und sie sucht einen Job. Okay. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir einen Job für sie haben. Weil, was mir schon im Kopf noch geschwebt hatte, ist, dass wir ja noch die Pokémon Center Damen Mission quasi haben. Das heißt, wir fliegen jetzt einmal schnell zu ihr und sagen ihr, hey, wie wär's, wenn du Chilimilli Pokémon Center Dame wirst? Sag mal, wo gehe ich dafür am besten? Ich glaube, Safronia City ist am chilligsten. Und dann wird sie potenziell, weil von den Haaren her und allem passt es auch eigentlich super, dass sie dann einfach eine Pokémon-Center-Dame wird. Weil das steht uns ja immer noch aus. Ich vermute, wir müssen dann auch nochmal gegen den Typen kämpfen, von dem wir die dann holen. Aber scheint mir ein Ding zu sein. Na, stopp, wir müssen nach oben, hier rein. Und ich denke, da können wir sie dann quasi aus der Scheiße hier rausziehen. Ja, die stehen auch alle schon so passend. Und ja, ich habe etwas für dich bekommen. Und sie möchte auch jetzt direkt gehen, aber ich glaube, da hat der Typ ein bisschen was dagegen. Ja, und er dachte, er könne mich an mich, nicht an mich glauben, sondern er könne auf mich setzen, dass alles, dass ich ein Good Guy in der Form bin und ihn nicht hintergehen werde. Aber, weiß ich jetzt nicht, ich bin der Rocket Admin, ich mache im Endeffekt, was ich will, du mal Saftsack. Und du hältst deine Dame für Geld? Weiß ich nicht, wie cool man das findet. Dementsprechend, wenn sie eine Pokémon-Center-Dame werden kann, warum auch nicht? Und ja, ich werde sie jetzt mitnehmen und dann wird sie eine hübsche Pokémon-Center-Dame und damit hätten wir nämlich die Mission auch wieder erledigt und dann geht's maybe nämlich auch mit der Story von dem Polizisten noch mal ein bisschen weiter. Und sie geht jetzt schon dahin, perfekt, dann gehen wir da gleich hinterher. So, Pokémon-Center-Dame, ja, erstmal heilen.
Und sie steht da auch daneben, wird wahrscheinlich gerade, ne, ist gerade in der Ausbildung. Und dann wird die da hoffentlich gescheiten Job hier verrichten. Und ich hoffe, die sagt mir jetzt noch was. Da war kurzer Voice Crack. Oh, und sie will lieber mit ihr quatschen als mit Teddy. Na gut. Aber sie fühlt sich auf jeden Fall sehr viel besser. Und sie will mir noch irgendwas geben, was uns sicher helfen kann. What? Wir kriegen hier eine VM? Stärke? Für so eine Sidequest? Oh mein Gott. Okay, ich weiß aber gar nicht, brauchen wir. Ich bin ehrlich, haben wir Stärke für irgendwas gebraucht bis dato? Ich glaube, nein. Aber gut, hätten wir das auch erledigt. Ah, und jetzt können wir tatsächlich mit dem Boss hier oben reden. Maybe brauchen wir dafür Stärke oder so. Da mussten noch irgendein anderes Side-Event davor machen. Und wir sollen dafür zu den Bottoms da unten gehen. Das ist quasi die andere Gruppierung. Also das ist eine Gang, die Uppers, und das sind, und die anderen sind halt die Bottoms. Und die waren anscheinend sehr disrespectful gegen denen über. Deshalb ich vermute, wir sollen hier einfach den Hintern versohlen. Oh, und die haben anscheinend ihre Bikes sabotiert. Und das, deshalb sollen wir denen eine Lesson, also, ne, wir sollen denen mal zeigen, ne, dass das nicht okay ist. Dann werden wir wohl gegen die kämpfen und denen mal kurz zeigen, dass das eine absolute Arschlochaktion ist, hier rumzusabotieren, angeblich mit Haarspray oder sowas. Oder dass ihre Haare nur mit Haarspray halten. Eins von beiden, haben sie auf jeden Fall gesagt. Ich bin mir unsicher. So, ich glaube, das dürfte der Boss sein. Und ich vermute mal, wenn wir den Boss besiegen, dann sollte das passen. Oder auch nicht. Aber Boss Aang got no appointment with you. Okay, warum ist da auch so ein normaler Typ? Ich bin verwirrt. Okay, ja, wir haben. Ich hatte nicht, noch nicht alle besiegt, deshalb konnte ich noch nicht mit dem Boss reden. Und ah, der Boss ist das in der Mitte. Ja, gut, das ergibt auch relativ viel Sinn. Ja, ich soll dir so ein bisschen den Arsch versohlen, habe ich gehört. Ein Pokémon-Battle. Nur damit kann das geklärt werden. Nicht mit Kraft und einem Muskelkampf. Das kann einzig und allein mit einem wahrhaftigen Pokémon-Kampf geklärt werden. So sieht es aus. Du wirst jetzt von der Redakteur den Arsch versohlt bekommen. Ja, scheiße gelaufen, ne? Ich bin eventuell ein bisschen hochgelevelt, aber eventuell ist auch ein Monokampfteam nicht unbedingt das, was man, ja. Bisschen belastend, ne? Was man benutzt. Und er sagt, er weiß, kann, ist sich nicht sicher über diese Sabotage. Maybe wird er irgendwann mal aufhören. Maybe, oder irgendwann macht das vielleicht auch nicht. Man weiß es einfach nicht. Dann geben wir das mal so weiter. Und wir haben im Endeffekt denen eine Lektion erteilt, würde ich sagen. Und er hat anscheinend, ja, er hat auch relativ viel gelacht, muss man sagen. Das heißt, die verstecken noch in irgendeiner Form, maybe auch irgendwas. Lol. Und das ist der Typ, den wir gerade nämlich gebietet haben, da im Untergrund. Das ist ja wild. Und der ist anscheinend noch ein bisschen angepisst darüber, dass wir ihn besiegt haben. Und deshalb ist er zu den Bottoms gegangen. Lol. Und jetzt will er nochmal gegen mich kämpfen, der Dulli. Weil anscheinend, ich vermute, der versorgt die mit irgendwas, womit er die anderen sabotieren kann. Und deshalb wurde auch so gesagt, hey. Ich weiß nicht, ob ich aufhören werde oder nicht, weil die hatten anscheinend noch irgendwas in der Bag hatten die. Und vermutlich ist es das irgendwas, was der denen besorgt hat. Ist aber natürlich auch keine große Herausforderung gewesen, den zu besiegen, nachdem wir Champion im Endeffekt sind. Oh, und anscheinend ein pinkhaariger Rocket Punk hat die ganze Zeit sabotiert. Und nicht die Leute hier unten. Das heißt, die haben die quasi immer nur, ne, falsch accused. Also falsch verurteilt, nenne ich es jetzt mal, dass die das wären. Oh, und er ist anscheinend sehr froh. Wir kriegen den Schwarzgurt. Er ist anscheinend sehr froh, dass wir den losgeworden sind. Weil der hat anscheinend so viel Einfluss in der Unterwelt, beziehungsweise allgemein, dass die auch Angst vor dem hatten. Oh, jetzt verstehe ich, was damit gemeint ist. Ich habe aus dem Kontext falsch geschlossen, weil ich dachte, das wäre einfach ein Motorradfahrer auf der Strecke. Aber. Der hat gemeint, dass wir angeblich schuld gewesen wären. Na gut, wir sind anscheinend jetzt hier nicht mehr willkommen. Das ist wild. Aber dafür bei den Bottoms, ne, haben wir uns beliebt gemacht. Aber immerhin, wir müssen anscheinend nicht gegen die kämpfen. Das heißt, ich vermute sehr stark, dass wir damit dieses Kapitel abgeschlossen hätten. Aber maybe finden wir Julien nochmal. Ich wüsste allerdings nicht mehr wo, weil auf meinem Zettel steht gar nicht mehr so viel, was ich noch abhaken muss. Okay, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, einfach nur
die Angelsache für mich zu behalten. Aber anscheinend war das die falsche Entscheidung. Weil ich habe jetzt einfach nur ein paar Items bekommen. Never mind. Wir haben auf jeden Fall irgendwas Komisches gelesen dort, was irgendwas mit einem weiblichen Garados zu tun hatte. Ich habe es mir nur so halb durchgelesen, muss ich gestehen. Ah, ich weiß gar nicht genau, was jetzt das Geheimnis ist. Ich hoffe, ich kann mir das nochmal. Ich hoffe, ich kann mir das nochmal durchlesen. Ich wollte gerade sagen, ich habe mit ihm doch gar nicht gesprochen. Das ist halt natürlich die Frage. Wenn wir dem jetzt wieder versprechen, dass wir das machen, weil ich habe mich erinnert, ich habe mal mit so einem gesprochen und habe dafür Items bekommen. Aber so, LOL! Wir kriegen einfach ein Shiny Magikarp geschenkt. Als ob. Das ist cool. Wir können uns jetzt. Ah, nein, jetzt liegt das geklaust da. Scheiße! Ich meine, ihr konntet es in der Aufnahme maybe einigermaßen lesen. Oh Mann! Da habe ich nicht gut genug aufgepasst. Ich dachte, es wäre nur so ein random Buch, was da liegt. Ich weiß auch nicht, warum ich dachte, es wäre random. Ich hasse mich, steht's da vielleicht nochmal? Oh, verdammt. Ich hoffe, ihr konntet es einigermaßen lesen. Es war auf jeden Fall irgendwas mit einem anderen Gyarados oder so. Ich weiß es nicht. So, jetzt fliegen wir aber trotzdem nochmal nach Vermilion City, weil. Also, ich habe ihm jetzt vielleicht gesagt, ich plaudere das nicht aus, aber am Ende des Tages kann ich ja trotzdem ausplaudern, oder? Oder geht das dann nicht mehr? Ist halt die Frage, ne? You won't tell me. Okay, dann geht's doch nicht, wenn man gesagt hat, man macht's nicht. Ich dachte kurz, dass man das dann machen kann, aber never mind, dann geht's nicht. Kommen damit zur letzten Sache, die auf meiner Liste steht, und zwar das Kampfdojo. Bei dem sich das Spiel auf, oder auch nicht, ich wollte gerade sagen, aufhängt. Und die brauchen angeblich eigentlich meine Hilfe und der hat mich einfach nur aus dem Kampfdojo rausgeschmissen. Oh, und das ist interesting. Sie dürfen mich halt nicht reinlassen wegen der Pokémon-Liga-Regeln und so. Aber wir können einen Deal machen. Anscheinend bei Mr. Psychic, also der Typ, der einem Psychokinese gibt, der nervt die ein bisschen, weil der gibt denen ja die Attacke Psychokinese, ne? Und das ist immer ein bisschen schwierig für Kampf-Pokémon. Und wir sollen ihn jetzt besiegen. Und dann kriegen wir ein Special Reward. Ja gut, den nehmen wir natürlich mit. Und er gibt uns jetzt sogar diese TM. Aber ja, damit haben wir jetzt Psychokinese. Kann ich ihm trotzdem noch in den Arsch treten? War das jetzt die falsche Entscheidung? Hätte ich hier nicht die Psychokinese nehmen sollen? Das Gute ist, ich habe davor gespeichert. Das heißt, ich kann zur Not auch noch Nein sagen. Maybe muss man sich entscheiden, ob man quasi Nocturne oder Kickli nimmt. Und er sagt auch, wir dürfen niemals sein Dojo betreten. Passiert jetzt nochmal dasselbe und er schmeißt uns wieder raus? Bietet er mir eventuell. Okay, nee, wir dürfen anscheinend wirklich gar nicht mehr rein. Okay, ich bin gerade froh, dass ich gespeichert habe. Weil das bedeutet, wir können nochmal gucken, was passiert, wenn wir Nein sagen. Bei dem Fischer habe ich das leider nicht gemacht. So, dieses Mal sage ich Nein, Bro. Muss ich jetzt gegen dich kämpfen? So sieht's aus. Im Übrigen, solltet ihr wissen, was passiert, wenn man bei den Entscheidungen ja, nein, also jeweils die andere Entscheidung trifft als ich. Und vor allem der Text. Level 14? Na gut. Ja gut, ich kann mir vorstellen, dass man hier relativ fix reinkommt, stimmt. Dann schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Vielleicht sammle ich das ein bisschen und mache dann einen einzelnen Kommentar bei mir, bei dem dann die ganze Auflösung ist. Ansonsten schaut einfach allgemein gerne in die Kommentare ein bisschen rum. Da wird meistens sowas immer ganz gut aufgelöst. Deshalb Küsschen an euch, dass ihr so fleißig da dann immer schreibt. Und auch immer schreibt, was passiert wäre, was fehlte und so. Also das ist jetzt wirklich der letzte Part und ich habe jetzt nur diese Infos, dass das hier quasi das Letzte ist, was ich noch machen kann. Ich weiß nicht, was bei Julian noch abgeht. Es hat so gewirkt, als könnte man ihm nochmal begegnen, aber ich wüsste jetzt nicht genau wo, um ehrlich zu sein. Das würden wir dann wahrscheinlich auch einfach in den Kommentaren am Ende des Tages auflösen. Das heißt, ansonsten hätten wir nämlich bis dato alles wirklich erledigt, was man hier erledigen kann in dem Spiel. Das finde ich sehr, sehr gut. So, und er hört jetzt anscheinend auch irgendwie auf, die weiterzugeben. Und wenn wir jetzt nämlich, ne, weiter da gewesen wären, hätte er die Polizei gerufen. Ich glaube, das ist nicht so gut, nachdem wir gerade erst aus dem Gefängnis raus sind. So, was ist mein Special Reward? Ich wette, ja, wir dürfen reinkommen. Ich wette, wir dürfen uns jetzt zwischen Kickli und Nocturne entscheiden. Take one of your prize fighting types. Ja, dachte ich mir doch. Gut. Das heißt,
Den hätten wir noch kriegen können, das ist ganz cool. Gut, dann ist das somit offiziell, hier ist unser Shiny Magikarp, unsere Box mit diesen vielen Pokémon, die wir geklaut haben. Im Endeffekt haben wir 5 Boxen Pokémon geklaut. Ich meine, den haben wir jetzt geschenkt bekommen und ich glaube, das ist Shiny Magikarp. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob wir irgendwas noch geschenkt bekommen haben. Also wir haben gut was weggeklaut. Hier sind nochmal ein paar Doppelte, also mehr als 5 Boxen. Kann man nicht nein sagen. Gut, das war's damit aber jetzt wirklich mit Pokémon Team Rocket Edition. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir kriegen noch einen Teil in Johto. Wenn ich jetzt noch irgendwas übersehen habe, dann tut's mir leid. Wie gesagt, dann wird das hoffentlich in die Kommentare noch geschrieben, was man noch hätte machen können. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Bye, bye. Der Controller fliegt. Ach du Kacke.